Ein großes Frühlingskonzert mit dem Jugendorchester. Was für ein schönes Projekt. Doch Patrick, der Vereinspräsident, hat ein Problem. Die Gemeinde will den Konzertsaal nicht mehr gratis zur Verfügung stellen. Zudem braucht er einen weiteren Musiklehrer und mehr Proberäume für die Jugendlichen. Damit das Konzert stattfinden kann, braucht der Verein dringend Unterstützung. Patrick fragt Freunde und Bekannte. Ohne Erfolg. Endlich, eine Kollegin hat die Lösung. Patrick googelt Stiftung Schweiz und sieht auf stiftungsschweiz.ch Anjas Nummer. Wir bringen über unsere Online-Plattform tolle Projekte mit passenden Förderstiftungen zusammen. Und zwar so. Alles fängt mit einem Besuch auf stiftungsschweiz.ch an. Damit potenzielle Förderstiftungen dein Projekt sehen, publizierst du auf stiftungsschweiz.ch ein Projektporträt. Jetzt suchst du selbst passende Förderstiftungen. Zum Beispiel solche, die sich für Kultur und junge Menschen engagieren. Dann schickst du deinen Favoriten ein Vorgesuch. Im Vorgesuch präsentierst du dein Projekt und gibst den benötigten Förderbeitrag an. Dank dem Förderbeitrag kann Patrick als Projektträger und Vereinspräsident sein Frühlingskonzert durchführen. Gleichzeitig profitieren natürlich auch die jungen Musikerinnen und Musiker und das versammelte Publikum vom Austauschprozess im Stiftungsfundraising. Und so läuft der Austauschprozess im Stiftungsfundraising. Patrick präsentiert als Projektträger sein Projekt auf stiftungsschweiz.ch. Er bewirbt sein Projekt, sucht und findet die passende Förderstiftung. Dank dem Förderbeitrag kann das Frühlingskonzert des Jugendorchesters stattfinden. Ein unvergessliches Klassikerlebnis für die Jugendlichen auf der Bühne sowie Angehörige, Freunde und Musikliebhaber im Publikum.